Im Abschnitt 5 dieses Online-Formulars werden Sie aufgefordert, alle notwendigen Unterlagen hochzuladen und beizubringen. Hierfür haben Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits können Sie hier auswählen, dass Sie die Unterlagen gleich direkt hier hochladen oder dass Sie die Unterlagen dann in weiterer Folge in physischer Form entweder per Post oder indem Sie direkt Vorsprache halten, die Unterlagen übergeben. In diesem konkreten Fall wähle ich hier einfach einmal die Beilage in elektronischer Form aus, gehe einfach auf Datei auswählen und nehme hier jetzt, was nehmen wir denn? Nehmen wir einfach mal Reisepass Daniel Neurauter und hängen diesen hier an. Wenn Sie weitere Beilagen haben, dann hier einfach auf weitere Beilagen hinzufügen, dann können Sie noch zusätzliche Unterlagen anhängen. Welche Unterlagen Sie hier anhängen müssen, hängt sehr stark vom jeweiligen Gewerbe ab. Wenn Sie ein freies Gewerbe haben, dann ist völlig ausreichend, wenn Sie all Ihre persönlichen Unterlagen einfach dementsprechend beilegen. Und je größer die notwendigen Befähigungen sind, umso mehr Unterlagen müssen Sie beilegen. Wenn ich hier zum Beispiel an meine Tätigkeit, sprich die Unternehmensberatung, einschließlich der Unternehmensorganisation denke, so muss ich nachweisen, damit ich hierfür qualifiziert bin. Und das kann ich machen, indem ich den Reisepass, also die mal klassisch Reisepass und so weiter hochlade und ergänzend hierzu eben mein Diplom aus dem Studium, also aus dem betriebswirtschaftlichen Studium, sowie meinen Lebenslauf und alle zusätzlichen Zeugnisse und Zertifikate, welche ich im Rahmen meines bisher ja knapp 25-jährigen Berufslebens erlangt habe. Und anhand dieser Befähigungen oder dieser Nachweise wird dann überprüft, ob Sie die Voraussetzungen für das von Ihnen angesuchte Gewerbe eben erfüllen oder auch nicht. Aus diesem Grund würde ich Ihnen hier wirklich empfehlen, lieber mehr mitzuschicken als zu wenig mitzuschicken. Wichtig ist jedoch darauf, dass Sie ja bei den Unterlagen darauf achten, dass Sie relativ kleine Dokumente haben, weil Sie haben nämlich hier eine begrenzte Upload-Möglichkeit. Das heißt, Sie können maximal Unterlagen bis zu 40 Megabyte hochladen. Und wenn Sie dann hochauflösende Scans haben, die mit wenigen Seiten bereits eine sehr hohe Megabyte-Anzahl haben, dann haben Sie hier natürlich Probleme, alle Unterlagen nachzureichen. Weiters können Sie hier dann eben auch noch über diesen Link nachsehen, welche Formate möglich sind für diesen Upload. Also wir sehen hier PDFs, Docs und so weiter, können Sie hier ohne Probleme hochladen. Und weiters haben Sie dann hier eben auch noch die Möglichkeit, eine Mitteilung zu verfassen. Das heißt, hier können Sie zusätzliche Informationen an das jeweilige Gewerbeamt, also sprich an die BH bzw. an das Magistrat übermitteln. Und wenn Sie all diese Unterlagen hochgeladen haben, dann klicken Sie einfach wieder auf Weiter und gelangen dann in den Bereich 6,